Sie sind hier, 5. Januar 2019, Update um 21.24 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Christian Bunse hat am dritten Tag der PDC Q-School in Hildesheim das Finale gewonnen. Urheberrecht PDC Europa Update. Bei der PDC European Q-School löst Christian Bunse am dritten Tag sein Ticket für die PDC Pro Tour. Dank seines Finalerfolgs darf er 2 Jahre auf der Tour starten. Christian Bunse hat am dritten Tag der PDC European Q-School in Hildesheim sein Ticket für die PDC Pro Tour ergattert. Dabei machte der Mann aus Paderborn seinem Spitznamen Bunsenbrenner alle Ehre und brannte ein kleines Feuerwerk im Finale ab. Gegen Giancarlo Pavel setzte sich der 23-Jährige klar mit 5:2 nach Lecks durch und machte sich einen Tag vor seinem 24. Geburtstag das schönste Geschenk selbst. Dabei überzeugte Bunse mit einem starken Average von 91,6 Punkten. Tourticket im zweiten Anlauf. Nach dem Erfolg war der Bunsenbrenner glücklich, dass es im zweiten Anlauf mit der Pro Tour geklappt hat. Ich bin überglücklich. Wenn ich das finale Event der Development Tour 2018 erreicht hätte, hätte ich mein Tourticket bereits gehabt und nicht das Q-School spielen müssen. Dort habe ich das Finale 4:5 verloren. Aber es ist ein tolles Gefühl, hier zu gewinnen, aber es war auch ein schweres Stück Arbeit für ihn. Es war so schwierig und es gab kein leichtes Spiel. Man muss stark spielen und der Tag lief sehr gut für mich. Bunse gilt als eines der größten Talente in Deutschland. Er bestritt 2017 erste Events auf der Development Tour und konnte sich auch bereits auf der Bühne der European Darts Open beweisen. Anzeige, jetzt das Starter-Set sichern. Hier geht es zum Sport1 Stats Shop. Mit seinem Sieg darf er nun auf der PDC Pro Tour gegen die besten Dartspieler der Welt antreten und dort sein Können beweisen. Starke Leistung vom deutschen Youngster. Bereits am Vortag hatte Nico Schlund für Aufsehen gesorgt. Der 18-Jährige scheiterte erst im Halbfinale am späteren Gewinner Nils Zonnefeld mit 3:5. Neben jungen Talenten spielen in der Q-School auch bekannte Namen um das begehrte Ticket für die Pro Tour. Auch Teilnehmer der gerade zu Ende gegangenen Darts-WM spielten in Hildesheim. Cody Harris, Jeffrey de Graaf und Boris Koltsov scheiterten aber früh, genauso wie Darius Laban aus Gast, der vor einigen Wochen Ex-Weltmeister Raymond van Barneveld sensationell aus der WM 2019 beförderte. Sport1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen mehr.